Das ist Ilmenau. In Thüringen und damit im Herzen von Deutschland. 9 Monate Nebel, 3 Monate Touristen, sagen die Einheimischen. Und sie haben recht. Das Wetter war zum Durchwinken, aber Ulrike und mir ging es ja auch um das erste deutsche Educamp. Vom 18. bis zum 20. April war Ilmenau Treffpunkt der deutschen Bildungselite. Glauben Sie nicht? Sie waren vielleicht auch nicht dabei. Im Gegensatz zu 180 Studenten, Dozenten, Professoren und Schülern, Edu-Bloggern, Weiterbildungsverantwortlichen, mobilen Lernern und anderen Bildungshungrigen. Es ist, glaube ich, wirklich groß geworden, größer als sich auch die Organisatoren das teilweise vorgestellt haben. Bin ich wirklich voll des Lobes momentan. Ja, bei mir auch. Viele Leute kennengelernt, viel diskutiert, gesprochen. Es bildeten sich Barcamp-technisch Dutzende spontaner Workshops und Arbeitsgruppen. Es ging um Bildung, Lernen 2.0, Blogs und Wikis, Netzwerke und E-Portfolios, E-Learning und Zukunft, informelles Lernen, Socializing, Mobile Learning, Datensicherheit und Datenschutz. Es trafen sich bloggende Lehrer und wikipedisierende Professoren. Es herrschte eine ungezwungene, familiäre Atmosphäre. Die Organisation war top und das mit dem Wetter hatten wir schon. Und eigentlich wollten wir von Scope TV uns auch nur bei unseren Interviewpartnern, den Organisatoren und allen Gästen bedanken.